Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Unfair Dinosaurs Bitch Ass Bitch Bitch Ass Motherfuckers 2. Ich habe mich für eine Taktik entschieden, von der ich hoffe, dass sie funktioniert, und zwar die Nüsschen-Taktik. Wir werden ganz viele Nüsschen an den Anfang pflanzen und dann werden die ganz viele Probleme haben, die Zombies überhaupt da so zu schubsen, wie die so die schubsen wollen. Kommen jetzt nicht hier überall an den Anfang ganz krasse Nüsse hin. Ich zeige hier so die krassesten Nüsse der Welt. Und natürlich den Apfel, weil die sind einfach geil. Die Äpfel sind halt voll geil. Das kann man jetzt leider auch nicht anders sagen, oder? Die sind mega krass, oder? Sind die krass? Ich glaube, die sind krass. Ja, friss ruhig, dann explodierst du früher. Habe ich auch kein Problem mit. Sag ich doch. Boah, Alter, die Aufladerate von denen ist so fast. It's too fast. I could not believe this. This is beyond belief. Ja, was wollt ihr denn damit erreichen, ne? Das, guck mal hier, ich muss genau, die muss ich jetzt immer so, dann werden die geschubst und dann können die, bam, so, genau, schubst die ruhig, kein Problem mit. Schubst mich nicht, schubst die, mach doch, wenn du glaubst, du kannst das damit. Du glaubst, du bist voll der Bringer, weil du die schubsen kannst, ne? Dann mach das halt mal, so. Ich muss wieder mehr hin. Nein! Nein, er hat den Kleinen dahin geschubst. So war das nicht geplant. Wenn man die Übersicht zu behalten, wo noch überall Sachen sind, hier, ne, und so, das ist gar nicht so einfach. Man muss ja überall an die Schubs fest sein und so. Überall hin, dass die überall explodieren und so. Okay, ja, es klappt bis jetzt noch ganz. Ich weiß nicht, ob die Taktik überhaupt irgendwas nützt. Ich weiß nicht, ich packe jetzt überall hier Nüsse hin. Also geschützt sind wir auf jeden Fall, Kinder. Und dann schützt euch bloß. Bitte schützt euch. Schutz ist voll wichtig, okay? Ich kann das nicht haben, wenn das hier nicht an einer Linie ist, ey. Ja, alles klar, das hat schon mal voll funktioniert. Nein, die sollen immer da vorne bleiben. Immer ganz hier vorne. So. So, dann mal so Apfel hin. So, jetzt kann man hier auch richtig schön Apfelmassenkarambolage veranstalten. Klappt doch bis jetzt eigentlich ganz gut. Überall so Teile hinballern, was soll schon schief gehen? Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Gib mir mal Sonnenlicht jetzt. So. Oh, das war's denn schon, oder wie, oder was? Kann das sein? Ehrlich? Okay. Das war überraschend. Das hätte ich nicht gedacht. Hier kannst du die Kartoffelmine nehmen, da. Da wird dich dran gefressen. Nein, lass die Kartoffelmine in Ruhe. Und Skadusch! Ah! 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 Oh! 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 Warte, ich muss gerade jemanden einen Link schicken. So, fertig mit Lachen. Achso, ist sowieso gerade noch der Meilenklotz gewesen. Aber wir können mal wieder gießen gehen. Oh, wir müssen gar nicht gießen, aber wir können bestäuben. Was bestäuben wir mal? Wir bestäuben dich. Ja, bist du fertig? Ach komm, die Minute können wir warten. Ich bin eine Biene. Ich hab jetzt Feierabend. Alles klar. Dann. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ist, wenn man live dem Pak Choi zuguckt, wie er, ne? Seine wahre Größe erreicht. Oh, das können wir auch mit der Biene erreichen. Ich glaube, die Biene, wir können jetzt. Guten Morgen, Biene, guten Morgen. Ich bin eine Biene. Ich bin wieder fit. Ui, oh, holla, also. Nicht schlecht. Ja, okay, gut, der Rest ist langweilig, da muss man jetzt nicht zugucken. Prügeln wir uns lieber weiter mit den Zombies. Because we can.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das Level so schaffe. Also ich habe gedacht, das ist voll dumm. Und die Taktik ist voll dämlich und damit wird das nix. Aber weil die Zombies halt erstmal gegen die geklatscht sind und dann nicht weitergeschubst wurden, war das sinnvoll, ganz nach vorne in die erste Reihe was zu pflanzen. Und ja, okay, alles klar. Ja, das funktioniert. Also das ist ziemlich geil. Ah, ich muss was antworten. So. Nein, ich hab's doch neulich noch gesagt. Ich sagte es bereits. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Was sind nix in Depidevs Mutter, ey? Pff, oh Gott. Ah. Es tut mir leid. Ich bin da manchmal so ein kleines bisschen eklig. Pflanze nix in Depidevs Mutter. Ob das der Videotitel wird? Nein. Ich weiß gerade nicht. Ich möchte ganz gerne am liebsten wieder zur Hälfte diese Taktik benutzen, weil ich sehe einfach schon wieder diese grauenvollen Zombies da. Und ich will nichts mit denen zu tun haben. Mann, oh. Oh, let's go. Okay, wir holen uns jetzt erstmal Sonnenlicht. Und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das so hinten zu haben. Ist das sinnvoll? Das machen wir jetzt mal so hier. Einfach, weil ich es kann. Die haben ja eine ziemlich schnelle Wiederaufladerate. Und für sich ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Ja, das könnte eine sehr interessante Taktik werden. Dann nehmen wir die Dinger hier überall hin, sonst. Puh. Hm. So wie einer davon explodiert ist quasi, können wir den nächsten schon wieder setzen. Schön, schön. Ich habe eine Taktik, die eventuell vielleicht teilweise ansatzweise ein bisschen, ein wenig, vielleicht funktioniert. Ein bisschen. Gar nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Okay, der eine explodiert auf jeden Fall jetzt vorher. Sehr gut. Kann er direkt danach explodieren, habe ich auch kein Problem mit. Also die schubsen ja, ne? Dann machen wir das jetzt mal so, dass wir jetzt versuchen, die einfach da hinten zu halten. Dass die sich gar nicht erst. Nein. Komm gar nicht erst auf solche Gedanken, du. Dude. Und jetzt klappt es. Muss nur aufpassen, wo als nächstes einer explodiert. Und solange kann ich hier einfach weiter die setzen. Sollen sie doch daran fressen und explodieren. Kümmert es mich? Bis jetzt ist alles okay. Bis jetzt, ich sehe das. Oh Gott, da geht das Schubsen los. Mhm, hab ich genau gesehen. Musst du machen, was du willst. Hab ich gesehen. Hab ich alles gesehen. Ich krieg das alles mit. Macht nur, macht. Was? So viel auf einmal ist mega unfair. Ultra mega unfair. Okay, das mit dem Schieben ist auch unfair, aber das. Ich dachte schon, der schiebt das jetzt in die Deppy Dave Schimmelpilzkolonie. Hatte er aber nicht. Kann ich irgendwas hier tun mit euch vielleicht? Also bis jetzt. War's das schon? Da kommt nicht mehr! That's it! Are you serious? No, I'm serious. Okay. Okay. Job's done. Diese Geräusche. Habt ihr gehört, wie der Schimmelpilz sich gefreut hat? Ja, ist gut jetzt, Meilensteinklotz. Geh mir aus den Augen. Warte, ich muss wieder antworten. Dieses Vorproduzieren ist voll ätzend. Ich habe kein Sozialleben mehr. So. Ich produziere gerade vor.
und bin quasi nur am Aufnehmen, weil ich eventuell eine ganze Woche in Berlin bin. Und ich muss halt für eine ganze Woche vorproduzieren. Und wenn ihr 5 bis 6 Videos am Tag bringt, die 20 Minuten sind, dann rechnet euch einfach mal aus. 6 mal 20 sind 120 Minuten, sind 2 Stunden. Das bedeutet, ihr könnt nochmal locker 40 Minuten für das ganze Zeug zwischendrin draufrechnen. Also sind das so knapp 3 Stunden. Ich muss also 3 Stunden dauert es aufzunehmen für einen Tag. Dann die Thumbnails machen. Das sind dann 4 Stunden. Dann das alles einrichten, hochladen, zusammen machen, 5 Stunden. Normalerweise rechnet man jetzt noch das ganze Netzwerkzeug und alles, was man drumherum hat, noch drauf. Dann arbeitet man so, ja, 8 Stunden halt. Mit Unterbrechung, ein bisschen Pause und dann noch mit informieren und planen, blub, dann sind es 10 Stunden, macht 10 Stunden drauf. Aber so alles in allem, zur Vorproduktion brauche ich 4 Stunden pro Tag. Wenn ich das jetzt schaffen will, darf ich nicht mehr schlafen. Scheiße. Fuck my life. Ich kann, wisst ihr, also vorproduzieren ist, wenn man nicht erstmal Vorlauf hat, so wie man, so wie ich, einfach einmal zwischendrin krank geworden ist, ist deine ganze Vorproduktion für ein Poppes. Und auch wenn Poppes sonst was ganz Tolles sind. Erst hat man also das ist irgendwie, ist schon 2 Monate her, aber seitdem bin ich nicht mehr in der Vorproduktion. Das hat alles durcheinander gebracht. Plane deine Verteidigung, besiege die Zombies. Ja genau, hör auf rumzuweinen. Ich habe ja eine lustige Idee, ne? Das da nehmen und die zur Not und ich darf sonst nichts Cooles setzen, ne? Ja, schade. Wäre voll gut. Irgendwas da in die hintere Reihe von? Den Rest machen wir nur mit Fillern, die keine Sau braucht. Haben wir dann noch Filler? Ich brauche noch mehr Filler. Das wäre vielleicht noch eine Option. Pass auf, wir machen jetzt was ganz Abstraktes. Was total sinnfrei ist. Ich habe gleich einen Tippfinger bekommen. Aber das wird lustig. So. Wir pflanzen einfach alles hier mit vor. Oh, das war einer versetzt. Na gut, dann ist das jetzt fast symmetrisch. So. Machen wir es noch so. Falls wir noch Probleme kriegen, dafür noch ein paar mehr hin. Und hier so. Und die da auch. Und dann mehr Nüsschen. Oh nein, ich habe eine Nuss ausgelassen. Du jetzt aber. Okay. Entschuldigung. Aber das sieht mega weird aus. Vorspulen. Okay. Ich weiß nicht, was das wird. Aber es gefällt mir jetzt einfach schon. Wusstest, dass diese Dudes kommen werden, die Zombies durch die Gegend tragen. Sollen sie meinetwegen von hinten das Feld aufräumen? Stört mich nicht. Jetzt explodiert euch das mal. Pam! Oh, das ist in doppelter Hinsicht passiert. Das war so nicht geplant. Das ist uncool. Ja, das, das ist jetzt nicht so, es ist jetzt mehr so. Gucken, was so passiert. Das ist erst. Ist das die letzte Welle jetzt schon oder was? Hä? Irgendwie kommt das Spiel gerade voll nicht klar. Was ist denn mit dem. Was ist mit den Wellen denn irgendwie? Ja, schubst sie ruhig, kein Problem damit. Hui! Oder doch, was ist. Ich würde sagen GG, oder? Ich würde sagen, GG. Hui! Bams! Hui! Ja, das war jetzt überraschend simpel. Ich glaube, das hätte man auch mit normalen Nüssen genauso machen können und dann einfach alles Mögliche, was. Okay, gut. Ja, doch.
Ich bin erschreckt, dass das einfach funktioniert hat. Ja, ist gut, du blöder Meilenklotz-Back-Typ. Baum. Pflanze. Hier ist ein Baum. Das war ja mal ein Baum. Richtig. Du Baum. Oh nein, du hast einen Baum als Baum beleidigt. Hey, Moment, ist das eigentlich, wenn jemand... Moment, man kann doch jemanden nicht als das, was er ist, beleidigen, oder? Das geht doch eigentlich gar nicht. Sei denn, man meint es beleidigend. Ist es dann beleidigend, wenn ich zu einem Baum Baum sage? Ist das genauso, wie wenn ich zum Beispiel zu... Weiß ich nicht, kann man... Das ist ja das Gleiche, wie er gerne Frauen, andere Frauen als Pussy beschimpft, wo ich mir denke, hä? Oder wenn man tatsächlich das Wort schwul als Beleidigung benutzt und man sagt zu einem Schwulen, ey, du bist voll schwul, dann denke ich sich, ja? Und was ist, wenn man zu einem Behinderten sagt, er ist behindert? Sagt er dann auch, ja, ich weiß, bist du dumm? Und wenn man dann zu jemandem sagt, der dumm ist, dass er dumm ist, ist das denn eigentlich überhaupt eine Beleidigung? Okay, mit diesen wunderschönen philosophischen Gedanken wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen, kommt mit dem bewerten, liken, favorisieren, abonnieren, teilen. Kennt ihr diese kleine Glocke jetzt? Diese kleine, unauffällige Glocke neben dem Abonnier-Button? Wenn man die drückt, kriegt man irgendwie E-Mail-Notifications über alles, was der YouTuber macht und sowas. Das finde ich voll geil, weil das irgendwie besser funktioniert als die Abo-Box oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe doch. Ihr könnt es hier mal drücken, mir sagen, was passiert. Danke.